Hallöchen, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir wollten jetzt eigentlich kurz spazieren gehen, aber dann dachten wir uns, komm, wir schauen bei IKEA vorbei. Da waren wir lange nicht. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, okay, dann starte ich jetzt auch mal direkt mit meinem Vlog. Lesen lassen? Mhm, nicht schlecht. Und ich habe den Chorus gelernt von Cello. Und dann habe ich noch, das ist aber schwierig gelernt, also Wicked Games. Heute erster Tag. Ich muss da reinkommen. So ist dieser aktuelle Stand. Das ist noch ein Lauspiel. Ah, stimmt. Volles Programm. I'm on the road. I've been away for far too long. But now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. And my name.
you're telling me to head your way down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. Yep, yep. I was looking to belong and I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun. For you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. Wir machen jetzt Abendessen und zwar haben wir gestern zum Abendessen überbackene Nachos gemacht, so mit richtig viel Topping halt. Mit Bohnen, Mais und Hähnchen und einfach dann Gewürz und Guacamole drüber. War wieder einmal sehr lecker. Aber was hat gefehlt? Aber was hat gefehlt? Schwarze Oliven haben gefehlt. Noch schlimmer als schwarze Oliven. Zwiebeln und Tomaten haben wir auch gemacht. Wir hatten keine Salsa. Ah ja, genau, Salsa hatten wir nicht. Und wir haben diesmal halt eine schwarze Oliven, Tomaten und Zwiebeln. Ja, und das ist natürlich genauso fatal. Ja, wir waren eben kurz schnell einkaufen. Und weil wir heute wieder sehr Lust darauf haben, machen wir heute wieder eine Nacho-Platte. Aber ja, was gibt es heute? Ich freue mich so auf den Herbst. Ich habe noch im letzten Wort gesagt, ich bin noch in Sommerstimmung, aber ich freue mich auf den Herbst. Weißt du aber, woran das liegt? Das sind diese Herbst-TikToks. Das sind diese TikToks. Das hat schon angefangen im August mit Oktober. Habt ihr das mitbekommen? Leute. Die Leute haben Videos gemacht mit Oktober. A-U-G-Tober. Ja. Also August und Oktober. Wir sprechen hier nicht Oktober komisch aus. Das ist ja Oktober. Und jetzt, so 3 Tage später, nachdem ich das gesagt habe, haben sie uns. Vlog, wir haben angebissen. Wir sind jetzt im Oktober. Leute, ich freue mich so auf meine cozy Vlogs. Wir backen gemeinsam. Wir machen es uns gemütlich, trinken Tee und backen und backen und backen. Wir müssen dann wieder zu TK Maxx. Es wird gemütlich, Leute. Ja. Stellt euch drauf ein. Ich habe heute schon die ganze Zeit nach Herbstbüchern geschaut, weil ich unbedingt im September mit Fallbooks anfangen möchte. Also ich wollte dann dazu so einen Reading-Blog drehen, aber Hauptsache, ich wollte eigentlich erst zu ganz anderen Büchern einen Reading-Blog drehen. Das meine ich, es ist so schlimm, ein Mood-Reader zu sein. Seid nicht so. Was ist das Gegenteil von einem Moodreader? Was ist das Gegenteil von einem Moodreader? Weiß ich gar nicht. Tja. Gute Frage. Ne? Oder? Ich habe mich das gerade gefragt. Ist das Gegenteil von einem Moodreader jemand, der so ein Jahr im Voraus geplant hat, was er liest? Ja, einfach Leute, die planen können, was sie so in dieser Woche lesen möchte. Aber willst du mir jetzt erzählen, sowas gibt's? Oder einen Monat lang. Denkst du wirklich, dass es Menschen gibt, die nicht sagen, oh, ich habe jetzt einfach mal Bock, das zu lesen, ich habe jetzt mal Bock? Ja, das sowieso, aber die meisten Menschen halten sich wirklich dran. Wenn sie sich für 5 Bücher im Monat entscheiden, dann lesen sie auch diese Bücher. Das ist krass. Ich würde mal sagen, schreibt mal in die Kommentare. Seid ihr ein Moodreader? Oder seid ihr das Gegenteil vom Moodreader? Dann müsst ihr aber auch nur reinschreiben, Gegenteil Moodreader. Das interessiert mich. Ja, ist eine gute Frage. Stimmt. So, wir machen jetzt die Salsa. Deswegen habe ich jetzt erstmal. Sorry. Ich will hier kurz mein Salsa-Video machen, ja? Sorry. Tomaten klein gehackt. Und die werden jetzt, wie heißt es? Gemixt. Du hast die Tomaten geviertelt, mein Lieber. Geviertelt, nicht klein gehackt. Sorry. Entschuldige, meine Liebe. Hauptsache, wir haben unser Salz immer in diesem Sugar Can. Ja, wirklich. Nicht wundern. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf den Herbst. Freue mich so sehr auf meine Herbstoutfits. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als die Herbstmode. Fakt. Das ist einfach so. Eine halbe Zwiebel? Und ich würde gerne unbedingt nach Schottland im Herbst. Die ist früh schon, die riecht gut. Hauptsache, ich rede hier die ganze Zeit. So, hey. Das ist nicht schlimm. Ich mache ein bisschen Koriander rein. Ja. Damals hat meine Mutter jeden Abend Salz drin. Also nicht jeden Abend, aber so wirklich so mindestens 2-mal in der Woche. Ich glaube, manchmal hat sie die Salz auch einfach pur gegessen. Also einfach ohne, wie so eine Suppe. Geil. Zitrone, ein bisschen reinpressen. Zitrone oder am besten eine Limette. Zitrone oder Limone. Kreuzkümmel. Oh, ich liebe Kreuzkümmel. Boah, das ist der Gamechanger. Oh mein Gott, riech mal dran. Oh, lecker.
Es riecht. Ah! Mir ist ein Kern reingefallen. Na, holla, die Waldfee. Aber ich liebe Paprikapulver. Salt. Hast du Salz reingemacht? Nein. Ach scheiße, ich muss doch noch eine Knoblauchzehe reinmachen, oder? Ja, eigentlich hier. Komm mal, wir probieren. Und zack. Schwarzen Oliven vom DM mag ich voll. Ich packe die immer gerne in den Salat. Also falls ihr auch schwarze Oliven mögen solltet, vielleicht schmecken die euch auch. So, unsere Nachoplatte ist jetzt schon direkt fertig. Die muss jetzt so in den Ofen. Wir haben natürlich vergessen, Step by Step aufzunehmen, weil wir Profis sind. Nachos, Mais, Bohnen, Petersilie, Oliven und Käse. Eigentlich wie immer, was wir gemacht haben. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gezeigt. Okay, das kommt jetzt in den Ofen, bis der Käse schön geschmolzen ist. Und dazu haben wir noch einmal Salsa und Guacamole. So, das ist jetzt die fertige Nacho-Platte. Und hier ist noch unsere Salsa. Und wir machen uns jetzt einen entspannten Abend. So, ich packe jetzt meine Geschenke aus. Ich freue mich so, es ist so süß. Für alle, die nicht wissen, woher das alles ist, ich war ja mit 20 Mädels aus meiner Community im Kino. Und ein paar haben mir Kleinigkeiten geschenkt, aber es sind keine Kleinigkeiten. Es war gar nicht nötig. Okay, ich fange mal damit an. Oh. Oh. Briefe. Oh, ich liebe sowas. Schön, dass es dich gibt. Dankeschön, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So süße Worte. So ein Brief ist so wertvoll, oh mein Gott. Handgeschriebene Worte. Wow, das hat mich gerade so berührt. Das ist so süß. Oh mein Gott. Ist einfach so eine Klammer. Ich liebe ja diese Blumenspangen. Aber das ist so eine Klammer. Wie süß. Ihr kennt mich. Was? Das kenne ich gar nicht. Kinder Creamy, Milky und Crunchy. Oh mein Gott. Und Nerds habe ich bekommen. Ich habe die vor ein paar Jahren schon mal in einem amerikanischen Supermarkt gekauft. Also wo es diese American Sweets gibt. Ich habe aber vergessen, wie die schmecken, deswegen freue ich mich voll. Einmal die Sorte Grape and Strawberry. Ach man, Leute. Noch ein Friendship. Noch ein Friendship Bracelet. Mit meinem Namen drauf. Seht ihr das? Und ein Schmetterling. Oh man, dass ihr euch da hinsetzt und für mich einfach privat bastelt. Der Gedanke ist so süß und macht mich irgendwie emotional. Hört auf damit. Danke, danke, danke. Und dann habe ich hier noch einen Brief. Oh, ich hätte ja zwei Tage davor Geburtstag. Wie süß. Oh, das ist ja mal... Oh mein Gott. Das nächste Mal organisiere ich ein Treffen nicht genau nach meinem Geburtstag, damit ihr euch nicht gezwungen fühlt, hier irgendwas zu machen. Oh nein, ich muss den Brief kaputt machen, es tut mir so leid. Was ist das für eine krasse Schrift? Das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte gerade eben noch sagen, ich gebe dir ja, genau 2 Minuten, bis die ersten Tränen fließen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es immer so schön zu sehen, dass so viele die Liebe zum Lesen wiederentdeckt haben. Sie hat sie auch richtig schön geschrieben. Es hat mich so berührt gerade. Du wirst deinen Effekt auf andere Menschen möglicherweise nicht begreifen, aber für mich bist du mehr als nur Ästhetik und Kreativität. Du machst einen Impact. Oh, süß.
witzig. Oh, wie schön. Tolle Kerzen. Oh, das ist alles in Rosa. Oh, rostige Erdbeere. Das ist ja so schön. Oh, das ist ja viel. Genau, mein Vibe. Das ist ja so süß. Ich kann nicht mehr. Das kenne ich gar nicht. Danke. Oh mein Gott. Dann habe ich hier noch eine Tüte. Ich weiß nicht, von wem die ist. Vor Aufregung habe ich nichts mitbekommen, wer mir was in die Hand gedrückt hat. Das ist nämlich auch immer so ein aufregender Moment für mich und allgemein überwältigend, dass ich erstmal auch Tage brauche, um das Ganze zu verarbeiten. So, wir haben hier einmal die Kokosreiswaffel. Ich liebe die. iPad. Oh, schokolierte Himbeeren. Die mag ich auch. Oh mein Gott, ihr kennt mich einfach. Einfach mein Lip Liner. Sogar in der Farbe, die ich immer benutze. Penny Brown. Ihr kennt mich einfach so gut. Ihr kennt mich. Oh, Lip Oil. Mmh. Oh, fühlt sich gut an. Nein. Ah, jetzt weiß ich, wer mir das geschenkt hat. Das war Diaden. Oh, weil sie hat mir gesagt in dem Moment, dass sie extra mir diese sauren Drachenzungen, also diese Bälle, reingepackt hat, weil sie die entdeckt hat. Und ich hatte es, glaube ich, mal in einem YouTube-Blog erwähnt gehabt, dass ich die unbedingt probieren möchte. Und ich war so kurz davor, mir die online auf der Hitchis-Webseite zu bestellen, Leute. Bei uns gibt's die nicht. Und sie meinte, ich habe die gefunden und ich habe die euch extra reingepackt. Wie süß. Ich kann nicht mehr. Oh, die sehen so gut aus. Schatz, guck mal. Oh, besser probieren. Die sind richtig jetzt? Gut. Ey, einfach alles, was ich liebe. Wie gut kennt ihr mich? Krass. Ich liebe die. Vor allem liebe ich immer so, solche sauren Gummibärchen oder Fruchtgummis. Und die mag ich. Die hole ich zwischendurch immer mal beim DM. Einfach zwei Packungen davon. Leute. Und ein Lesezeichen. Der schönste Moment beim Lesen ist der, bei dem die Worte vor den Augen verschwimmen und sich zu Bildern und Gefühlen formen. Das stimmt. Ich freue mich, ey. Einfach meine Lieblingssnacks. Sollen wir jetzt probieren? Ja, oder? Oder in einem TikTok-Video? Ja, oder so. Machen wir ein TikTok-Video. Okay, wir machen einen Live-TikTok-Taste-Test dazu. Das war von der lieben Jessica. Sehr gut, dass ihr immer eure Namen da reingeschrieben habt. Oh. Was? Seit wann gibt's das im Sostrine Grene, Leute? Oh, rennt! Rennt jetzt sofort! Lasst alles stehen und liegen! Es gibt Post-its dort. Diese richtig schmalen, einmal in richtig lang und einmal in kurz und halt diese Standardgröße. Voll ästhetisch! Dankeschön. So süß. Und Schokolade. Oh, Dark Chocolate mit Raspberry. Sieht richtig lecker aus. Mmh. For you. Das sind einfach Schleifchen-Ohrringe. Ich kann nicht mehr. Prince. Dankeschön. Ihr seid so süß. Ich kann nicht mehr. Von Herzen. Fruchtgummis. Mit süßem. Kommt man mich halt, ne? Und natürlich einmal meine schokolierten Himbeeren. Und diese Bites finde ich auch lecker. Ich mag so nussige Bites. Oh! Und eine Haarklammer. Wie süß. Die Farbe ist voll schön. Erinnert mich an meine Schmetterlingshaarklammer. Die habe ich auch vom DM. Dankeschön. Jetzt komme ich für die nächsten Monate hier versorgt. So. Ah. Das ist eine riesen Packung. Ich liebe Katjes. Wie süß. Good vibes only. Ja, das passt. Post-its. Ich liebe so Organisationssachen. Love it. Ja, ich liebe Haftnotizen. So toll. Bei mir. Nee, oder? Was sind das für Marker? Nein. Schau
Gott, bitte. Die sind einfach ästhetisch. Also, wie süß sehen die bitte aus? Ich habe noch nie sowas gesehen. Und dann habe ich noch ein Armband bekommen. Schon wieder ein Friendship Bracelet, Leute. Mit meinem Namen drauf. Ich habe sogar noch zwei. Die habe ich da eben auf meinen Tisch gelegt. Die liegen schon die ganze Zeit auf meinem Nachttisch. Die habe ich auch an dem Tag bekommen von zwei Mädels. Und Milka-Schokolade. Yummy. Oh Leute, das ist echt zu viel. Stop. Steht hier Name? Ah, von Seda. Oh, wie süß. So süß. Einfach so zusammengebastelt. Die süße Maus hier haben wir auch schon mal auf der Buchmesse gesehen. Beziehungsweise 3, 4 Mädels aus der Gruppe hatten wir schon auf der Buchmesse gesehen in Frankfurt bei diesem Meet and Greet, was ich mal hatte letztes Jahr. Was für ein Zufall. Mann, Leute. Danke für die lieben Worte. Ich bin voll überwältigt. Das ist ja süß. Schaut mal. Das war an dem Tag auf der Buchmesse. Wir haben sogar auch Friendship Bracelets bekommen von den beiden. Und die habe ich immer noch in meinem in meiner Schmuckschublade. Nur ist meins kaputt gegangen. Und an den Tag erinnere ich mich auch richtig gut, wie ich die Bracelets bekommen habe. Und jetzt haben wir neue bekommen. Oh, die verpackt sind. Wie professionell. Hallo? Einmal und zweimal. Oh Gott, wie süß. Richtig schön. Dankeschön. Leute, ich wünsche euch allen das Tausendfache, was ihr mir wünscht. Wirklich. Das hat sie mir auch erzählt in dem Moment, dass sie für mich 100 Zettelchen geschrieben hat. Krass, was ist das? 100 Zettelchen. Wie süß, oder? Nein. 100 Zettelchen? Ja. Sowas habe ich noch nie gesehen. Boah, was eine Mühe. Wie süß. Das ist unglaublich. Dann habe ich hier noch Notizblöcke, so süß. Nein! Hier war ein Popsocket drin. Ich glaub's nicht. Und da steht sogar, hier hast du wieder, jetzt hast du wieder ein Popsocket für dein Kindle. Nein! Und dann habe ich hier noch eine richtig süße, ästhetische Kerze. Richtig schön, ich mag die voll. Dann habe ich hier noch einige Beauty-Sachen bekommen. Eine Maus arbeitet dort nämlich und hat mir ein paar Sachen von ihrer Arbeit mitgebracht. Das ist so süß. Wie oft habe ich jetzt, das ist so süß gesagt, es tut mir so leid, aber ich kann einfach nicht anders. Eine Haarbändigungsbürste, die fühlt sich nämlich ganz anders an. Ah, wow. Oh, schon wieder Friendship Bracelet. Ich liebe es, dass ihr mir immer welche schenkt. Ich liebe es. Aber leider weiß ich bestimmt irgendwann nicht mehr, was ich von wem bekommen habe. Da steht einmal Booklover und einmal mein Name drauf. Richtig süß. Und ich habe hier zwei Kulturbeutelchen. Oh, ich liebe sowas. Vor allem für Reisen sind die immer perfekt. Ich packe dann immer in einen Beutel mein Abschminksachen, meine Skincare, mein Make-up, meine Pinsel und so weiter. Deswegen habe ich dann immer voll viele dabei, wenn ich reise. Au! Nein! Oh! Das ist richtig cool. Ich war immer so kurz davor, mir so einen Haarreif zu bestellen bei Amazon. Geil! Die Farbe ist richtig schön. Dann habe ich hier noch diese Haarclips. Ist auch immer richtig praktisch, wenn ich mich schminke oder wenn ich meine Skincare mache. Oh, eine Schleife. Die Farbe ist richtig toll. Richtig süß. Oh, das ist so viel. Das war doch gar nicht nötig. Ein Powder Puff. Werde ich direkt benutzen, denn mein Powder Puff muss ich endlich mal wegschmeißen. Ich liebe es ja mit dem Powder Puff.
Ich liebe es ja, mit dem Powder Puff mein Puder aufzutragen bzw. meinen Concealer zu setten. Ich finde, damit klappt es super. Ich mag den Effekt viel, viel mehr als mit dem Beauty Blender. Ich dachte immer jahrelang, mit dem Beauty Blender ist krass. Aber ich glaube, seit einem Jahr benutze ich jetzt schon diese Powder Puffs und ich kann nicht mehr ohne. Richtig süß. Das ist echt viel. Dankeschön. Leute. Ich habe direkt auch vor Ort zwei Friendship Bracelets bekommen. Einmal Lavender Haze. In Swiftie. Sie war auch auf dem Konzert und ich habe mich voll über dieses Armband gefreut. Und dann habe ich noch ein It Ends With Us Armband bekommen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Könnt ihr es sehen? Fokussiert. Nein. Hallo. Ah, jetzt. Wie schön, oder? Die beiden liegen die ganze Zeit auf meinem Nachttisch. Die anderen Bracelets muss ich auch da hinlegen. Das gibt mir immer nämlich so ein süßes Gefühl, wenn ich das so immer so sehe. Ich finde es so krass zu sehen, wie gut ihr mich kennt. Also man hat das halt nicht so auf dem Schirm, dass man hier eigentlich so über Dinge redet, die man mag, die einen bewegen, die... ja, man teilt ja eigentlich hier so alles. Also jetzt nicht alles, aber einiges, sage ich mal. Und jetzt, wo ich so eure Geschenke gesehen habe, dachte ich mir so, krass, das hat man halt nicht so auf dem Schirm. Wahnsinn. Das ist so süß, wirklich. Jetzt werde ich wieder hier emotional, aber also nochmal von Herzen wirklich ein großes Dankeschön. Das hat mich hier gerade wieder alles total berührt. Friends, ich habe gestern Love Redesign beendet von Lauren Escher und ich habe das Buch sehr geliebt. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe das Buch auf der Leipziger Buchmesse gekauft und als ich euch das Buch in meinen Stories gezeigt hatte, habt ihr mir alle geschrieben, dass ihr das Buch toll fandet und dass es mir bestimmt auch gefallen wird. Wenn ihr mir das schreibt, stimmt das wirklich immer? Es stimmt. Ja, es hat mir richtig gut gefallen und ich kann es nur empfehlen. Ich mag ja Lauren Escher sehr. Also ich habe bis jetzt zwei Bücher von ihr gelesen. Und zwar die Dreamland Billionaires Reihe. Da habe ich aber nur die ersten zwei Bände gelesen. Und zwar sind das diese beiden Bücher hier. Die habe ich auch sehr geliebt. Den dritten Band habe ich noch nicht gelesen. Final Offer heißt der dritte Band. Irgendwie habe ich darüber nur Schlechtes fast gehört. Okay, die Meinungen sind gespalten, ja. Aber zu dem dritten Band habe ich am meisten Negatives gehört als zu den beiden. Und irgendwie hat mir das so ein bisschen Angst gemacht. Obwohl ich eigentlich gar nicht so bin und mir eigentlich immer meine eigene Meinung bilden möchte. Aber was mich halt voll abschreckt ist, ist, dass der dritte Band noch dicker ist. Ihre Bücher sind sowieso schon dick. Also finde ich persönlich. Und ich finde auch immer, dass man es etwas kürzer machen könnte. Und zum Beispiel hier, das war auch schon dick. Das hat auch 540 Seiten. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht weiß, ob ich 4 oder 5 Sterne geben soll. Weil das ist, irgendwie war es für mich so ein 5-Sterne, 4,5-Sterne-Buch. Aber ich fand es zu dick. Aber irgendwie ist es ja auch schön, wenn ein Buch eigentlich dann etwas dicker ist, weil du dann noch länger was davon hast. Du bist noch länger in dieser Welt und so. Aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem immer zu dick, ihre Bücher. Aber das ist einfach ihr Stil. Sie schreibt immer solche Bücher und ich habe mich damit abgefunden. Ich liebe ihre Storys, ja, und ich kann sie absolut empfehlen. Es ist wirklich toll. Julian vor allem, er ist so süß, was er für sie alles tut. Hammer, Hammer. Ich habe es geliebt. Ich hatte echt ein Grinsen. Er ist einfach so fürsorglich, was sie angeht und leidenschaftlich. Ich kann es so empfehlen. Das war so gut. Also Lauren Escher hat mich wieder einmal überzeugt und ich freue mich unglaublich schon auf den zweiten Band. Es kribbelt schon in meinen Fingern. Ich würde es jetzt gerne lesen, aber ich habe mich für ein anderes Buch erstmal entschieden. Zeige ich euch später, was ich anfangen werde. Ja, ich muss dann auch unbedingt mein Bookjournal ein bisschen updaten. Ich muss die Wrap-Up-Seite noch machen. Im Juni habe ich ja kein Buch beendet. Nicht schlimm. Ich muss auf jeden Fall meine Juli-Wrap-Up-Seite machen. Ich habe mir alles in meinem Handy notiert, welche Bücher ich beendet habe. Das mache ich aber auf jeden Fall mit euch gemeinsam später. Leute, ich war letztens... Okay, das war vor 3 Wochen, glaube ich. Bei Hollister. Ich liebe ja Hollister. Und die haben so coole Sachen immer. Und da habe ich halt ein paar Teile geshoppt. Und hier liegt immer noch die Tüte. Deswegen habe ich euch jetzt die Tüte gezeigt. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal aktuell meine Hollister-Favoriten. Meine Fashion-Pieces, die ich von dort habe und die ich so gerne trage. Ich habe hier einmal dieses T-Shirt hier.
Ich liebe das. Ich verlinke euch übrigens alles in der Infobox. Das ist ultra basic einfach, aber ich finde, wenn man es trägt, sieht das mit der Knopfleiste hier vorne richtig süß aus. Also, weiß nicht. Ich habe das super gerne mit einem Maxi-Rock kombiniert und das sah immer so toll aus. So schaut's aus. Das ist so süß. Ich liebe es so als Basic-T-Shirt einfach nur. Dann, das ist mein nächstes Lieblings-Shirt aktuell. Das ist genau das gleiche in blau-weiß gestreift. Hat auch voll den Vibe in diesem Look hier. Also das ist so gestreift, dass ich liebe es. Das habe ich auch gerne mit meinem weißen Maxi-Rock immer kombiniert. Sah immer richtig toll aus. Dann habe ich hier einen Sweater. Ich liebe diesen Look hier. Und den gibt es auch nochmal in Creme oder Weiß. I love it. Ich finde sowas, solche Pullis kann man halt richtig cool im Herbst kombinieren. Ich liebe es aber auch, diese Pullis zu Hause zu tragen. Also wenn ich zu Hause chille. Aber dann immer mit so einer, mit so chilligen kurzen Hosen. Wisst ihr, was ich meine? Die haben aktuell auch richtig coole Joggers. Also solche Sets mit Hosen und passenden Sweatshirts. Und das hier finde ich auch so schön. Wie gesagt, ich liebe es, in so Pullis zu Hause zu chillen. So im Herbst. Man ist dann direkt so cozy. Cool oder cool? Oh, sieht ja richtig cool aus mit der rosanen Hose hier. Rosa und grün, Leute. Nice. Wird halt auch richtig lässig und casual aussehen mit einer Jeans. Ihr wisst, ich liebe rosa. Und dieses T-Shirt hier fand ich so süß. Seht ihr das? Mit der Schleife vorne und den spitzen Details. Also der Schnitt ist mal was anderes, weil es so... Es ist jetzt nicht off-shoulder, aber der Schnitt ist halt fast off-shoulder. Dann habe ich mir Anfang August... Konnte nicht anders, als ich diesen Cardigan gesehen habe. Ich liebe ja Cardigans. Konnte ich nicht widerstehen. Ich war direkt dann kurz in Herbststimmung. Anfang August war das, weiß ich noch. Und da habe ich mir diesen Cardigan hier geholt. Wie schick sieht der bitte aus? Also falls ihr auf der Suche nach so einem Cardigan seid, dann der ist richtig schön. Also ich würde es jetzt eigentlich mit einem anderen T-Shirt kombinieren. Aber damit ihr sehen könnt, wie der sitzt. Richtig schön. Stellt euch mal diesen Cardigan jetzt mit einer Jeans vor und dann mit noch einer braunen Tasche dazu. Und Ballerinas, Leute. Ballerinas. Ich trage ja aktuell sehr gerne diese Ballerinas hier. Ich finde die so süß. Also ich habe wirklich eine Schwäche für Schuhe und Taschen. Das ist bei mir so, was Klamotten, Kleidung, Accessoires angeht, am schlimmsten wirklich. Das habe ich halt von meiner Mama und von meiner Schwester. Schuhe und Taschen. Die habe ich im Juni oder Juli gekauft. Und es war auch Liebe auf den ersten Blick. Ich liebe solche Schuhe. Bei denen hatte ich halt aber Angst, dass die nur gut aussehen und eigentlich nur wehtun, wenn man darin läuft. Aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Ich bin so froh darüber, weil ich die so gerne aktuell trage. Egal, ob mit meinem Maxi-Rock oder mit einer Jeans. Also ich liebe halt diese Art von Schuhe, so Ballerinas oder Slingbags. Am liebsten hätte ich die in allen Farben und Varianten. Am Anfang hat es hier halt auch ein bisschen gedrückt und hier auch. Und vor allem, wenn man wirklich stundenlang in den Schuhen rumläuft, merkt man auch schon dann so Druck. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich mit Schmerzen gerechnet, wenn ich diese Schuhe trage. Aber es ist nicht so, ich war mit den Schuhen auf dem Adele-Konzert. Also ich stand sehr lange immer auf den Beinen, wenn ich diese Schuhe getragen habe. Als auch an dem Tag mit dem Kinodate, da hatte ich die auch an. Und die sind wirklich toll. Ich liebe die so sehr. Die sind von Mango. Ich weiß nicht, ob die noch erhältlich sind. Ich kann mal gucken. Und falls ich die finde, dann verlinke ich euch die Schuhe auch nochmal in der Infobox. Kriegen manchmal halt auch so Kratzer ab. Manchmal kann man die wegwischen und manchmal auch nicht. Also kann man nicht vermeiden alles, aber ist okay. Ich liebe sie trotzdem. Wir haben jetzt 20 Uhr und wir wollten es uns jetzt gemütlich machen auf der Couch. Heute ist übrigens unser Hochzeitstag. Genau vor 4 Jahren haben wir standesamtlich geheiratet, Leute. Es ist einfach 4 Jahre schon sind. Irgendwie ist das... Es fühlt sich an wie letztes Jahr. Schade, dass ich zu der Zeit nicht auf YouTube gevloggt habe. Das wäre witzig gewesen. Naja, vielleicht dann, wenn wir irgendwann eine große Hochzeit nochmal feiern sollten, dann werde ich auf jeden Fall vloggen. Wie gesagt, wir machen es uns jetzt gemütlich und wir dachten uns, komm, wir machen eine Movie Night. Wir schauen irgendeinen Film und machen ein paar Snacks dazu und feiern uns heute Abend. Wir haben schon die ganze Zeit überlegt, was können wir backen? Ich wollte uns eigentlich eine Torte backen, aber es hat in meinen Zeitplan heute nicht gepasst. Deswegen ist es leider nichts mit dem Törtchen geworden. Dann habe ich überlegt, ob ich Apple Crumble machen soll oder
Cookies und dann haben wir uns doch für Cookies entschieden, deswegen gibt es jetzt Cookies. Okay, baby girl. Excuse me. Was ist das? Alter Schwede, guck mal, so fette Drops. Very mindful, very demure. Leute, wir freuen uns schon so auf die Halloween-Zeit und wir haben wieder Dr. Pepper geholt und schaut mal, es gibt schon die Halloween-Edition davon. Warum bekommt man uns mit so Dingen? Warum? Letztes Jahr hatten wir die auch schon gekauft. Also die Edition, die Halloween-Edition. Leute, der Mond sieht krass aus. Ich habe Angst, dass irgendwas reinfliegt. Schaut, wenn ich das Fenster jetzt aufmache. Oh mein Gott. Fast in der Kamera. Das ist richtig groß, der Mond. Unheimlich, oder? Leute, der Mond ist komplett orange. Sieht so wunderschön aus, aber es kommt nicht rüber. Guten Morgen, Friends. Sorry, dass es so halt. Wir sind heute im Studio und werden heute für eine richtig coole Kampagne Bilder und Videos machen. Ich bin sehr gespannt, wie es alles sein wird. Ich freue mich so, nicht wundern, ich habe meine Haare hochgesteckt, damit die Locken schön auskühlen. Und ja, ich könnte euch schon denken, für welche Brand. So, Outfit Change. Einige Outfits nehme ich gebracht, um zu schauen, was am besten aussieht. Und ja, deswegen machen wir mit mehreren Bildern, also mit mehreren Outfits Bilder und Videos und dann schauen wir, was am besten aussieht. Das sieht echt cool aus mit der Hose. Ich hatte die Hose echt lang nicht an. Warum? Oh, warum habe ich diesen Look so nicht kombiniert? Wie cool. Oh, mit den Adidas sieht es echt fresh aus. It's a red. It's a red. Rap, Leute, wir haben einfach schon Samstagabend, Leute. Ich war heute wirklich gefühlt den ganzen Tag ausgenockt, weil ich Unterleibschmerzen hatte. Hab aber eben noch die letzten Stunden den Vlog hier geschnitten. Und jetzt lege ich mich auf jeden Fall ins Bett hin und wollte ein bisschen lesen. Die letzten 3 Tage bin ich nicht so zum Lesen gekommen. Ich habe immer nur ein paar Seiten auf dem Kindle gelesen und dann bin ich eingeschlafen. So typisch ich halt. Und zwar habe ich nach Just for the Summer mit The Cheat Sheet angefangen. Und ich würde gerne noch ein paar Bücher lesen, bevor ich mit Herbstbüchern anfange. Weil ich habe auch schon ein paar Herbstbücher im Kopf, die ich unbedingt so... Okay, direkt im September schaffe ich das wahrscheinlich nicht, weil ich noch, wie gesagt, ein paar andere Bücher lesen wollen würde davor. Aber ihr kennt mich, ich bin ein Moodreader, deswegen kann sich das Ganze wieder... ändern. Aber aktuell lese ich auf jeden Fall das hier. Das wollte ich unbedingt jetzt auch vor dem Herbst noch lesen. The Cheat Sheet. Ich guck mal, auf welcher Seite ich bin. Ich bin schon bei 17%, also auf Seite 70.
bin ja schon weit. Das Buch ist halt, ja, tut mal gut, ein Buch mit 360 Seiten zu lesen, was nicht so dick ist. Ja, hier bin ich gerade ungefähr. Und ist süß. Ich bin noch nicht richtig so drin, also kann jetzt noch nicht viel dazu sagen. Ich finde die Charaktere, die Protagonisten finde ich ganz süß. Die beiden sind nämlich Best Friends, also Bree und, wie hieß der Junge, Nathan, genau. Die beiden sind Besties. Nathan ist ein sehr erfolgreicher Footballspieler. Und Bree ist halt in ihn verliebt, also in ihren besten Freund. Aber sie möchte auf keinen Fall ihre Freundschaft aufs Spiel setzen. Deswegen weiß er nichts davon, obwohl er sie halt auch liebt. Und ja, immer wieder so, wenn er Andeutungen macht, dann versucht sie das halt so runterzuspielen und sagt, ja, du bist ja wie ein Bruder für mich, so nach dem Motto. Und deswegen denkt er halt, dass sie auf keinen Fall eigentlich was von ihm wollen würde, obwohl sie komplett ausrasten würde, wenn sie das wüsste, dass er sie halt auch liebt. Weil sie das halt voneinander nicht wissen, haben die halt auch immer mal wieder was mit anderen. Sie hat auch eine Beziehung, er hatte ein Date nach dem anderen so mäßig. Und aber was so süß ist, oh mein Gott, die Mädels, die Nathan datet, sind meistens sehr eifersüchtig auf Bree, weil er halt mit ihr richtig eng befreundet ist und sie einen sehr wichtigen Platz in seinem Leben hat und er halt darauf achtet, dass, also er beschützt sie halt so, wisst ihr, was ich meine? Und wenn er halt merkt, dass sein Date Bree scheiße behandelt, dann macht er halt auch direkt am Schluss so. Ich bin halt, wie gesagt, noch am Anfang, ist nicht viel passiert. Ich habe mal gerade den Klappentext nochmal gelesen und da steht, dass anscheinend bei einer Partynacht Bree herausrutscht, dass sie Nathan liebt. Also sie sagt das aus Versehen einer Reporterin und ihr Video geht dann komplett viral und die ganze Welt shippt die beiden dann und für PR-Zwecke daten die sich dann halt, also sie tun so, als würden die sich daten, weil es so gut ankam quasi. Mal schauen, wie es wird. Hört sich auf jeden Fall total kitschig und süß an, genau wie ich es mag. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich, bevor ich mit diesem Buch angefangen habe, ein anderes Buch lesen. Und zwar wollte ich unbedingt die Chestnut Springs Reihe weiterlesen. Ich hatte ja Flawless im April gelesen, April, Mai. Und ich habe es so geliebt. Vor allem hatte ich im englischsprachigen Raum so viel darüber gehört. Die Reihe wird ja komplett gehypt. Und ich habe ja auch meine Liebe zu Cowboy-Roman entdeckt. Und ja, deswegen wollte ich eigentlich mit Heartless weitermachen. Das ist der zweite Band der Chestnut Springs Reihe. Den ersten Band habe ich auf Deutsch gelesen und das Buch hier hatte ich in London gekauft. Zu der Zeit gab es den zweiten Band noch gar nicht im Deutschen. Dann dachte ich, komm, ich lese auf Englisch einfach weiter. Und ja, mittlerweile gibt es den Band auf Deutsch, falls ihr auch die Reihe lesen möchtet. Ich bin schon sehr gespannt. Vor allem der zweite Teil soll richtig gut sein. Über den Bruder hat man schon im ersten Band so ein bisschen was mitbekommen. Und ich habe mich schon richtig auf diesen Band hier gefreut. Und ich glaube, es wird mir auch richtig gut gefallen. Ich habe auch letztens wieder so Lust auf den Film Kein Ort ohne dich bekommen. Das war, nachdem ich den ersten Band gelesen hatte. Und letzte Woche oder vor ein paar Tagen haben wir den Film wieder angefangen. Den gibt es auf Disney Plus. Ja, und der ist so süß. Also für alle, die in ihrer Cowgirl- oder Cowboy-Era sind, schaut euch den Film an. Der ist richtig gut. Damit werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich nächste Woche anfangen. Ich werde jetzt erstmal dieses Buch hier lesen, vor allem, weil ich mich jetzt hinlegen werde. Und ich werde bestimmt gleich einnicken. Und ja, aber das ist auf jeden Fall mein Next Read und ich freue mich so drauf. Es ärgert mich die ganze Zeit schon, dass ich die letzten Tage nicht dazu gekommen bin, dieses Buch anzufangen. Ich bin übrigens immer noch in meiner Abby Jimenez-Era eigentlich. Die Bücher, die lassen mich irgendwie nicht los. Ich denke so oft daran. Also ich habe ja diese ganzen drei Bücher geliebt, muss ich sagen. Just for the Summer war halt so richtig emotional und deep. Aber die ersten zwei Bände, die waren auch so toll. Also ich habe all den Büchern jetzt 5 Sterne gegeben. Die sind so gut, Leute. Ich denke mir die ganze Zeit, warum habe ich ihre Bücher nicht schon vorher gelesen? Warum? Und ich wurde auch gefragt, ob man ihre Bücher jetzt in der Reihenfolge lesen sollte oder nicht. Also ich würde es empfehlen, in der Reihenfolge zu lesen. Also ich verstehe schon, dass man sagt, dass der dritte Band, also Just for the Summer, dann noch emotionaler ist und dass das dann so ist, ne? Ich würde auf jeden Fall schon in der Reihenfolge lesen. Also ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr jetzt erst den zweiten und danach den ersten liest. Aber ich finde, Just for the Summer solltet ihr dann schon als drittes lesen. Also ist auch so emotional, Leute, falls ihr keinen Bock habt auf die anderen Bücher. Der dritte Band ist auch so richtig emotional und ihr werdet die Storyline trotzdem verstehen. Aber
lese trotzdem ihre anderen Bücher, ne? Die sind so gut, die sind so süß. Ist irgendwie die ersten zwei Bände waren so eine Art Wohlfühlbücher. Alle, wie gesagt, ich habe jetzt alle drei hintereinander verschlungen. Ich glaube, das hat sich lang nicht, dass ich von einer Autorin hintereinander die Bücher gelesen habe. Vor allem, weil ich eben ein Moodreader bin, da ist das echt so, heute habe ich Lust darauf und morgen habe ich Bock auf was ganz anderes. Ich lege mich jetzt auf jeden Fall hin und lese hier ein bisschen weiter. Also ich habe nicht alle Bücher im Juli gelesen, muss ich sagen. Ich habe einige Bücher Ende Mai oder im Juni angefangen und habe sie dann Ende Juli beendet. Also ich habe schon über einen Monat gebraucht. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich 5 Bücher geschafft habe in einem Monat. Leider nicht. Aber die ganzen Bücher habe ich halt im Juli dann endlich beendet. Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my. Also als Moodreader habe ich mich eigentlich richtig gut daran gehalten. Ich habe schon mal 2 Bücher aus meiner Liste gelesen. Und ich habe 2 komplett andere Bücher angefangen. For you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found.